Hallo und willkommen zu Alan Wake Remaster. Zum Spielen eine beliebige Taste drücken. Ich muss dazu gestehen, ich habe dieses Spiel in meiner ganzen PlayStation-Karriere noch nicht ge... Oh, das ist ja wie früher. Früher gab es immer so, wenn du beim Startbildschirm nicht gedrückt hast, dann kam immer sowas vom Spiel. Kennt ihr das noch von früher bei den Spielen? Wenn du nicht den Startknopf gedrückt hast, dann wurden immer so kleine Ausschnitte aus dem Spiel gezeigt. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Teil nie gespielt. Der ist vorhin völlig an mir vorbeigegangen. Deswegen werden wir den jetzt nachholen. Um nochmal darauf zurückzukommen, dass mit den, wenn du den Start nicht gedrückt hast und dann kamen immer so Spielszenen und so. Damals bei uns, wo ich gewohnt habe, gab es so einen Laden, der hat im Schaufenster eine Konsole gehabt. Ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine Spielkonsole und einen Fernseher. Und dann lief da auch immer ein Spiel und halt immer der Startbildschirm und dann kam immer wieder so ein Intro von dem Spiel. Das war so geil, so cool. Okay, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich würde sagen, wir drücken eine beliebige Taste und dann spielen wir Alan Wake. So, Optionen, Steuerungselemente, vertikal, normal, normal, Empfindlichkeit, mache ich mal ein bisschen höher. Könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen langsamer ist. Wireless Controller, was ist das? Empfindlichkeit, Vibrationstrigger, Laufen, Standard. Bewegen, Drehen, Alternativ, Drehen, Bewegen ist dasselbe, oder? Was ändert sich denn? Taschenlampe, achso, Rennen, Ausweichen, achso. Wo ist jetzt Rennen ausweichen? Da. Ich lasse das, glaube ich, erstmal auf Standard. Fahren modern. Modern automatisch anvisieren. Fahren werden wir auch. Okay. Ich lasse erstmal. Ja, ich lasse mal original alternativ, oder? Nehmen wir mal modern. So, linken und rechten Stick tauschen? Nee. Ich lasse das erstmal alles so. Okay, pass auf. Grafik. HUD, Helligkeit, Bewegungsverzerrung. Wir lassen das erstmal an. Wir gucken jetzt erstmal, ne? Ist es denn auf Deutsch gestellt alles? Euer Kommentar, lalala, Untertitel aktivieren, ja. Größe. Lassen wir so. Und ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel und dann auf normal. Albtraum. Wir spielen direkt auf Albtraum. Geht nicht. Müssen wir erst durchspielen. Ja, dann geht's jetzt los. Also, bis gleich. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Seine Leiche weg. Episode 1. Albtraum. Und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Wake up, Alan! Und damit hallo und herzlich willkommen zu Alan Wake! So, drehen. Okay.
Sehen Sie zum Scheibenwerfer auf. Ja, mache ich. Steuerung umkehren, nach oben unten sehen? Nee, lass mal so. Nein. Sie können ja mal einstellen, okay. L1 gedrückt halten zum Rennen. Ah, okay, die Kamera dreht so ein bisschen um den Charakter rum. War das früher auch schon so? Untersuchen. Beim Zusammenprall hatte es den Kühler erwischt. Das Auto würde nirgendwo mehr hinfahren. Ah, wie ärgerlich. Dein Kofferraum ist offen. Jo. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Kann ich? Achso, ich kann die Kamera wechseln. Was kann ich sonst noch? Damit kann ich rennen. Okay. Hazard, Job. Ah, ich kann springen sogar. Juhu! Geh zum Leuchtturm. Kontrollpunkt erreichen. Okay, alles klar. Rain Cove Point. Ich glaube, es ist gut, dass ich es ein bisschen schneller eingestellt habe, ne? Huh. Der Leuchtturm. Geißel der Menschheit. So. Boah, das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Rain Cove Point Lighthouse. So, also das werden wir jetzt die nächste Zeit spielen. Alan Wake und Resident Evil 4 Remake. Was ist hier am Leuchten? Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Thermosflasche nehmen. Sammelbare Thermosflaschen. 1 von 100! Was? Also einen großen Durst habe ich leider nicht. Wir werden niemals alle finden. Ich weiß es jetzt schon. Das ist halt... Okay, das mit der Kamera ist ein bisschen... Ist merkwürdig, dass der Charakter nicht so auf einen Punkt bleibt, sondern dass die Kamera so umschwenkt. Kann ich das einstellen? Steuerelement. Vertikal? Nein. Empfindlichkeit? Wireless Controller. Empfindlichkeit? Vibrations? Trigger-Effekte? Laufen? Standard. Links und rechts tauschen ist auch Quatsch. Auch Quatsch. Videokommentar? Ich glaube, das kann man nicht einstellen, ne? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss mal gucken. Oh, was ist hier? Missing. Wir werden gesucht. Das ist doch nicht real. Das weiß ich doch jetzt schon. Der schläft doch irgendwie. Deswegen heißt wahrscheinlich auch Ellen... Was? Was war das denn? Was? Was? Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Moment, mir fällt gerade was auf. So ist, glaube ich, besser. Sie werden nie wieder eine ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere sie ins Grab. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keinen künstlerischen Wert. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkotziges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Ja, wenn sie es mit reingenommen haben, wirst du bald etwas was finden, was du feierst. Wenn wir alle Dings sammeln oder was? Wenn wir alle Thermoskannen sammeln. Oh, ein QR-Code. Wollt ihr den mal scannen? Wo kommt man denn da hin, wenn man den scannt? Macht das mal. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Und da könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen. Warte mal. Ich muss mal eben. Alter, das ist ja mega laut. Warum ist das so laut? Dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet. Oder beziehungsweise, wo ihr da hinkommt. Geht ihr überhaupt? Nee, sind andere Sammeldings, okay. Sie haben den Termin verfehlt. Was? Sie können angreifen. Okay, L1. Oha. Ich kann mich nicht aufhalten. Noch einmal ausweichen. Okay.
Wuhu! Gut gemacht. Erfolgreich Auswahlmanöver, wenn wären manchmal in Filmsequenzen. Dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Aha. Ach so. Eine Geschichte, okay. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Was? Uah! Muss ich immer noch rennen? Ich glaube ja, oder? Uha! Was? Wo? Ich komme! YouTube zu Remedy Version 01? Was? Okay. Ja, keine Ahnung. Er ist draußen? Hä? Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Ah! Krass. Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Ach krass, da kommt man auf YouTube und bekommt eine Vision angezeigt, oder was? Alter, warum ist das so laut? Ich hab's doch schon leise gemacht, Mann. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ach so. Ich hätte mich gerne umgeguckt, aber leider. Verdammt, wie komme ich hier raus? Wie nutze ich Türen? Aua. Verdammt, wie komme ich hier raus? Ach da. Ah, ich bin verwundet. Ich bin verwundet. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Aha. Bleiben Sie in Sicherheit. Fokussieren. Ah, im Licht heilen wir uns. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir vollständig geheilt. Ach so. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün. Wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Nein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir... Darf ich kurz was sagen jetzt endlich? Ich glaube, wir... Oh Mann, quatsch doch nicht. Er ist ja Schriftsteller. Kann das sein, dass wir jetzt quasi seine Geschichte durchleben, die er gerade schreibt? Oh, sag mal. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Revolvermunition. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Aber wo krieg ich mal... Nur Licht kann die Dunkelheit verteilen und ihn wieder verwundbar machen. Ehe die Lampe... Aha. Nehme ich. Und jetzt? Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt. Ach so. Sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Okay. Hier, nehmen Sie die Waffe. Wie lade ich nach? Ah, okay. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben.
Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Ich möchte ein Spiel spielen. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit. Ist das wieder so leise? Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. So, das Verstärken des Lichts mit L2 verbrennt was? Blendet Feinde und verbrennt die Dunkelheit schneller. Okay. Aber man hat nicht maximal Taschenlampe, sondern nur ein bisschen. Ich habe 0 Blitze. Wo ist er denn? Lief der da nicht? Tippen Sie was schnell an, um die Taschenlampe nachzuladen? Geht das wirklich? Okay. Oh, das wird ja... Puh, das wird ja spaßig. Was? Aua, Alter! Hua! Lad nach, Mann! Taschenlampe ist leer. Okay, boah, Alter. Puh. Okay, das wird... Boah, Alter. Lad nach die Taschenlampe, Mann! Ich muss im Licht bleiben, um heilen. Oh, eine Leuchtpistole. Die ist ja großartig. Die kann man doch bestimmt gut gebrauchen. Waffe zu wechseln? Ah. Oh, die wird bestimmt cool. So. Ja, wie es aussieht, wirst du die Spoiler finden. Sie haben sich wirklich ans Original gehalten. Die Spoiler? Boah, Alter. Hui! Das hat ja gut funktioniert. Das ist eine richtig gute Waffe, die sollten wir uns merken. Da haben wir nicht so viel Schuss von. Was? Wo ist er hin? Kommt er wieder? Ich muss los. Ich darf das Ausweichen nicht vergessen, ne? Damit kann ich ewig weitermachen. Was? Muss los! Huah! Okay, hier ist, glaube ich, sauer. Kann das sein? Ich habe keine Ausdauer mehr. Lauf! Oh, da ist eine Thermoskanne. Ich sehe sie. Ich will sie mitnehmen. Ich hab Durst auf den Tee. Danke. 2 von 100. Hat er sie mitgenommen? Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. I am Doom.